Zeit. Jenseits des Blaus. Die Idee, mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen, ist für das Sci-Fi-Genre attraktiv. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt unglaubliche 299.792.458 Meter pro Sekunde. Mit dieser Geschwindigkeit könnte man die Erde mehr als 7 Mal in einer Sekunde umrunden und die Menschen wären endlich in der Lage, außerhalb unseres Sonnensystems zu forschen. Albert Einsteins spezielle Relativitätstheorie diktiert bekanntermaßen, dass kein bekanntes Objekt schneller als Lichtgeschwindigkeit im Vakuum reisen kann. Diese Einschränkung macht es höchst unwahrscheinlich, dass Menschen jemals in der Lage sein werden, Raumschiffe zur Erkundung außerhalb unseres lokalen Bereichs der Milchstraße zu schicken. Bis jetzt? Die NASA verschiebt alle physikalischen Grenzen mit einem Raumfahrzeugdesign, das schneller als Lichtgeschwindigkeit ist. Die Idee klingt wie direkt aus einem Science-Fiction-Thriller, und das liegt daran, dass der Warp-Antrieb erstmals in Star Trek zu sehen war und einen superluminaren Raumschiffantrieb durch den Kosmos ermöglichte. Gemäß der speziellen Relativitätstheorie von Albert Einstein besteht das Problem eines materiellen Objekts, das die Lichtgeschwindigkeit überschreitet, darin, dass eine unendliche Menge an kinetischer Energie erforderlich wäre. Dies kann jedoch theoretisch gelöst werden, indem der Raum verzerrt wird, um ein Objekt zu bewegen, anstatt die kinetische Energie des Objekts zu erhöhen, um dies zu tun. Wird es uns also endlich möglich sein, mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen? Das Advanced Propulsion Physics Laboratory oder EagleWorks Laboratories am Johnson Space Center der NASA ist eine kleine Forschungsgruppe, die eine Vielzahl von Theorien zu neuen Formen des Antriebs von Raumfahrzeugen untersucht. Der Zweck des Labors ist die Erforschung, Untersuchung und Verfolgung fortschrittlicher und theoretischer Antriebstechnologien, die die Erforschung des Sonnensystems durch den Menschen in den nächsten 50 Jahren ermöglichen sollen, mit dem ultimativen Ziel, bis zur Jahrhundertwende interstellare Reisen zu ermöglichen. Das Team wird von Dr. Harold Sonny White geleitet, der seit den frühen 2000er Jahren am Rande der Antriebswissenschaft arbeitet, als er ein Papier zusammenstellte, das eine tatsächliche Implementierung des Alcubierre Warp Drive beschrieb. Herr Scott fuhr fort zu diskutieren, wie die Idee Wirklichkeit werden könnte. Er fügte hinzu, Miguel Alcubierre ist im Grunde ein Typ, der einige Episoden von Star Trek gesehen und beschlossen hat, Einsteins Feldgleichungen umzukehren, damit er die Raumzeit komprimieren kann. Daher bewegt sich das Schiff selbst nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit, das Schiff reist überhaupt nicht durch die Raumzeit. Es existiert einfach in einer Art Blase und vorn zieht es die Strukturen der Raumzeit zusammen und dehnt sich dahinter aus, wodurch es sich bewegt schneller als das Licht. Das einzige Problem war, dass die ursprüngliche Vorhersage besagte, dass es 1 Milliarde mal so viel Energie im Universum benötigen würde, damit es funktioniert, aber im Laufe der Jahre haben Wissenschaftler dies auf 1 paar Mal die Energie der Sonne reduziert, und jetzt haben sie es über die Masse des Jupiters. Dr. White schlägt vor, den Warp so zu gestalten, dass er versucht, Alpha Centauri in nur wenigen Wochen zu erreichen, für ungefähr den gleichen Preis wie ein Auto. Er brachte die Idee zur NASA und überredete sie, ihm ein Zimmer im Johnson Space Center zu geben, und EagleWorks war geboren. Die 3 Hauptprojekte validieren nun ein Testwarpfeld, erzeugen Schub, indem sie Quantenteilchen in einem Vakuum optimieren, und testen mehrere Resonanzhohlraumtriebwerke. Herr Scott fuhr fort, zu verraten, dass es bereits einige Erfolge mit Tests gab, räumte jedoch ein, dass in Zukunft weitere benötigt werden. Dr. White, genannt EXS Enterprise, enthüllte 2013 seine Konzeptkunst, um eine Vorstellung davon zu geben, wie das Schiff aussehen könnte mit den Ringen, die die Warpblase erzeugen würden. Während viele fest davon überzeugt sind, dass Reisen mit Lichtgeschwindigkeit niemals möglich sein werden, sind Dr. White und sein Team mehr als optimistisch. Orbit. Jenseits des Blaus.
Sprach- und länderübergreifende Science Fiction liebt Paralleluniversen. Die Vorstellung von einem Universum wie dem unseren, in dem wir jedoch ein völlig anderes Leben führen könnten, mit Umständen, die unseren völlig unähnlich sind, ist gelinde gesagt verlockend. In dem koreanischen Drama The King aus dem Jahr 2020 reist der König des Königreichs Korea in ein Universum, in dem er als Zivilist in der Republik Korea lebt. In den Chroniken von Narnia reisen vier Kinder in ein fantastisches Paralleluniversum mit sprechenden Löwen, bösen Hexen und einem, in dem sie Prinzen und Prinzessinnen werden. Die Möglichkeiten sind endlos. Aber was wäre, wenn Paralleluniversen nicht nur auf Sci-Fi und Fantasy beschränkt wären? Was, wenn es so wahr ist wie du und ich? Was, wenn eine der führenden Agenturen der Weltraumforschung Beweise für ein Paralleluniversum gefunden hat? Laut Behauptungen hat die NASA ein Paralleluniversum entdeckt, in dem die Gesetze der Physik unseren entgegengesetzt sind. Wo Asteroiden nicht auf einen Planeten krachen, sondern ihn scheinbar verlassen. In der Quantenmechanik existiert theoretisch ein Paralleluniversum neben unserem eigenen, obwohl es nicht nachweisbar ist. Vor 4 Jahren stieß die Antarktis-impulsive Transient-Antenna, kurz ANITA genannt, auf etwas Ungewöhnliches. ANITA ist ein Heliumballon in großer Höhe mit einer Reihe von Funkantennen und wird teilweise von der NASA finanziert. Bei einigen wenigen Gelegenheiten entdeckte ANITA scheinbar hochenergetische Neutrinos, die durch die Erde kamen. Das Teleskop konnte diese Neutrinos erkennen, die aus dem Weltraum kommen und auf die Eisdecke in der Antarktis treffen. Es entdeckte diese Teilchen, aber anstatt aus dem Weltraum zu kommen, wurde festgestellt, dass die Neutrinos ohne jegliche Quelle von der Erdoberfläche kamen. Im Gegensatz zu unserem. Ein Neutrino ist ein subatomares Teilchen, das einem Elektron sehr ähnlich ist. Aber es hat keine elektrische Ladung und eine sehr kleine Masse, die sogar Null sein könnte. Neutrinos sind eines der am häufigsten vorkommenden Teilchen im Universum. Da sie jedoch nur sehr wenig mit der Materie interagieren, sind sie unglaublich schwer zu entdecken. Die ANITA-Erkennungen erfolgten erstmals 2016, dann erneut 2018, ohne dass eine glaubwürdige Erklärung mit unseren physikalischen Gesetzen gefunden werden konnte. Seitdem arbeiten Physiker daran, herauszufinden, ob sich diese Ergebnisse mit unseren aktuellen Modellen der Physik erklären lassen oder etwas mit dem Versuchsaufbau selbst zu tun haben oder ob es doch so etwas wie ein Paralleluniversum gibt. Unser Universum ist unvorstellbar groß. Hunderte Milliarden, wenn nicht Billionen von Galaxien, drehen sich durch den Weltraum, jede enthält Milliarden oder Billionen von Sternen. Einige Forscher, die Modelle des Universums studieren, spekulieren, dass der Durchmesser des Universums 7 Milliarden Lichtjahre betragen könnte. Andere denken, es könnte unendlich sein. Früher dachten wir, die Erde sei das Zentrum des Universums und dann das Sonnensystem und unsere Galaxie. Und wir wurden bei allen Gelegenheiten widerlegt. Ist unser Universum dann nicht nur ein Staubkorn in den Weiten des Kosmos? Eine führende Kosmologin, Laura Mersini-Haupton, behauptet, Beweise für parallele Universen am Nachthimmel gesehen zu haben und glaubt, dass der Fingerabdruck dieser alternativen Universen identifiziert werden kann. Professor Mersini-Haupton sagte, dass der Schlüssel zur Identifizierung alternativer Universen darin liege, die kosmische Hintergrundstrahlung an den äußersten Rändern des sichtbaren Universums zu untersuchen, von denen einige bewohnbarer sind als das Universum, in dem wir derzeit leben. Das kopernikanische Prinzip, das Konzept, dass die Erde nicht einzigartig oder besonders ist und dass viele andere Planeten wie der unsere existieren, besagt, dass das Akzeptieren der Realität anderer Universen die natürliche Erweiterung davon ist. Aber wie viele andere Universen mit unserem verbunden sein könnten oder wo sie sich befinden, ist eine viel schwierigere Frage, da es möglich ist, dass einige Teil derselben Raumzeit sind, die miteinander verstrickt sind. Jetzt arbeiten mehrere führende Physiker an Möglichkeiten, die neuen Realitäten zu identifizieren und sogar zu untersuchen, da die Idee eines Multiversums, was einst das Thema wilder Science-Fiction-Geschichten und wissenschaftlicher Randtheorien war, heute zum Mainstream geworden ist. Der Professor behauptet,
dass der Urknall, der Ursprung unseres Kosmos, Spuren in allen potenziellen Universen hinterlassen hätte, wenn sie alle auf unendlich kleinem Raum zusammengepfercht worden wären. Diese Spuren, so behauptet sie, seien heute in Form von Cold Spots in der kosmischen Hintergrundstrahlung zu beobachten. Kosmische Leere. Vor etwa 13,7 Milliarden Jahren war alles, was wir wissen, eine unendlich kleine Singularität. Dann trat es in Aktion und blähte sich für einen winzigen Bruchteil einer Sekunde schneller als mit Lichtgeschwindigkeit in alle Richtungen auf. Bevor 10, 32 Sekunden vergangen waren, war das Universum in einem Prozess namens kosmische Inflation auf das 10-26-fache seiner ursprünglichen Größe explodiert. Und das alles vor der tatsächlichen Expansion der Materie, die wir normalerweise als den Urknall selbst betrachten, der eine Folge all dieser Inflation war. Als sich die Inflation verlangsamte, erschien eine Flut von Materie und Strahlung, die den klassischen Urknall erzeugte Feuerball und begann, die Atome, Moleküle, Sterne und Galaxien zu bilden, die die Weite des Weltraums bevölkern, der uns umgibt. Dieser mysteriöse Inflationsprozess und der Urknall haben einige Forscher davon überzeugt, dass mehrere Universen möglich oder sogar sehr wahrscheinlich sind. Laut dem theoretischen Physiker Alexander Wielenkind von der Tufts University in Massachusetts endete die Inflation nicht überall gleichzeitig. Während sie vor 13,8 Milliarden Jahren für alles endete, was wir von der Erde aus erkennen können, geht die kosmische Inflation an anderen Orten tatsächlich weiter. Dies nennt man die Theorie der ewigen Inflation. Und wenn die Inflation an einem bestimmten Ort endet, bildet sich ein neues Blasenuniversum. Diese Blasenuniversen können sich nicht berühren, weil sie sich unendlich weiter ausdehnen. Wenn wir zum Rand unserer Blase aufbrechen würden, wo sie vielleicht auf das nächste Blasenuniversum stößt, würden wir sie nie erreichen, weil der Rand schneller als mit Lichtgeschwindigkeit und schneller als wir von uns wegfliegt jemals reisen könnte. Und selbst wenn wir die nächste Blase erreichen könnten, könnte unser vertrautes Universum mit seinen physikalischen Konstanten und bewohnbaren Bedingungen, gemäß der ewigen Inflation in Kombination mit der Stringtheorie völlig anders sein als das hypothetische Blasenuniversum neben unserem eigenen. Und obwohl das Öffnen von Toren zu anderen Ebenen der Realität nicht unmöglich ist, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Es würde ungefähr 110 Milliarden Elektronen Weltenergie erfordern, um durch die metaphasalen Wurmlöcher zu reisen, wie es Rick und Morty in fast jeder Episode der beliebten Serie tun. Die Regeln des gesunden Menschenverstandes der Physik, die wir jeden Tag verwenden, mögen für uns sinnvoll sein, aber in sehr kleinen Maßstäben bricht der gesunde Menschenverstand zusammen. Auf der Quantenebene brodelt das leere Vakuum des Weltraums mit winzigen Partikeln, die ständig ein- und ausgehen. Auf Quantenebene haben die winzigen Teilchen, die die Bausteine von allem bilden, nicht einmal einen festgelegten Ort, sondern nur eine Verschmierung möglicher Positionen, die durch komplexe Wahrscheinlichkeitsregeln diktiert werden. Viele theoretische Physiker schlagen vor, dass die Tatsache, dass winzige Teilchen wie Elektronen und Photonen keinen festen Platz im Universum haben, der ultimative Beweis dafür ist, dass es viele Paralleluniversen gibt. Gibt es ein Paralleluniversum? Die Antwort mag uns die ganze Zeit anstarren, aber was weiß ich? Orbit. Jenseits des Blaus.